Aber die Aussagen waren nice, die waren richtig nice. Auf eine Kettensäge wäre das echt gut gekommen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt darf ich auch mal wieder. Ich hoffe, ich krieg auch mal die Paintwand. Okay. Ich push den Button. Achso, ich. Und da kommt das schon. Pikachu wieder. Ich glaube, ich halte es mal fest. Stopp! Blau! Das ist Schatten. Blau, ja? Okay, das ist die Schattenwand. Aber Schattenwand finde ich richtig geil. Das macht mega Spaß. Okay. Also, beziehungsweise, was heißt mega Spaß? Das ist am einfachsten. Mit Paint zusammen. Ist nur ein bisschen blöd halt, dass die Schatten so zackig sind. Ja, du kannst ja sonst weiter vorne bauen. Oder weiter hinten. Ja, das ist das Einzige, wo ich mich jetzt nicht gedanklich drauf vorbereitet habe. Aha. Lass wir kurz überlegen, ein was Vogel, ich jetzt ein Flugzeug bauen kann. Ich möchte es testen. Ja, super. Ich habe jetzt gerade überhaupt keine Idee. So. Wo fliegen die nicht? Spottet eine Taube einfach rein. Der. Ach, das ist eine Möwe. Kann man den nicht mit Rechtsklick so stehen lassen? Nee, die NPCs nicht. Warte, jetzt. Ein Flugzeug. Rakete. Okay, Achtung, ich baue was. Ich baue was. Okay, Achtung. Es geht los. Pikachu. Nein. Mickey Mouse wäre Hammer damit gewesen, auf jeden Fall. Ein Gürtel. So. Oh Gott. Das ist ein bisschen arg. Eine lang. Spinne. Nein. Eine Spinne. Ein Telefon. Ein Satellit. Nein. Ein Speer. Nein, das ist zu lang. Aber sowas habe ich, glaube ich, nicht in klein. Eine Angel? Nein. Ich glaube, ich weiß, was das sein wird. Ich glaube, ich weiß es gleich. Da muss ich hier wegen näher ran. Eine Pistole. Nein. Schlagstock. Nein. Eine Bazooka. Boah, aber für eine Bazooka wäre das echt gut. Ja, eine Bazooka wäre echt gut. Gut, dann ist es eine bist du sicher, dass es keine Bazooka ist? Ja, es ist keine. Eine Hantel. Mann, eine Schrotflinte. Je länger ich dran rumbaue, desto schlimmer wird's. Okay, das ist nicht gut. Hat das was mit Waffen zu tun? Ja, das sage ich nicht. Okay, also ja. Irgendwas mit Schalldämpfer. Na gut, dann versuchen wir damit was drauf. Eine AK. Mann, du Arschfickgesicht. Ja, es ist eine AK. Das ist eine AK? Ja, ich war ja noch nicht fertig, Mann. Ja, doch, das ist gar nicht so schlecht. So. Ja? Ich bräuchte jetzt nur noch irgendwas Gebogenes fürs Magazin. Ja, du kannst doch Magazines bauen. Hab ich gesehen. Dann wäre es jetzt zu leicht. Wenn ich für eine AK einfach ein AK-Magazin dahin baue. Bist du nur noch AK gewonnen. Ja, hier zum Beispiel diese Schaukel. Ja, das. Boah, das wäre krass. 500 Schuss Mac. Ich hab dann gesagt Banane. Okay. Standalone. Der AK, das war dann der erste Punkt für Mucka, oder? Jawohl. Yay. Yeah. Habe ich schon gewonnen? Fast. Bis kurz davor. Es gibt aber wirklich, es gibt wirklich ein DayZ-Hack, ne, für die Standalone. Der kam in der ersten Woche raus, da hat das Anti-AK und M4-Magazin, ne, nicht AK, hier diese Standard-Magazine mit über 34.000 Schuss. Oha. Für den Mod, oder wie? Genau. Blau ist Schattenwand, oder? Mucka? Also, nice. Guck mal, das ist hier eindeutig diese Wand. Eindeutig. Ach so, ist das die Paintwand? Schauen wir mal, ob das die Paintwand ist. Da, das sieht doch schon fast irgendwie nach Paint aus. Mucka, hast du dir doch gewünscht, oder? Ach kacke, ich bin ja gestorben. Ah doch, ich hab meinen Rob. So, ganz kurz sortieren. Was mal ich? Ich hab wirklich die übelste Idee. Ich klatsche jetzt da nochmal einen T-Rex hin und dann sterbt ihr alle. Das ist wirklich schwer. Reicht die Wand dann aus dafür, oder? Die Wand reicht aus. Okay. Die reicht dafür aus. Ich guck von hier hinten, wenn das so groß werden wird. Ich habe ein wildes Mucka gefangen! Nein! Ja! Ich hab es! Ich lass es frei! Mucka, ich wähle dich! Zeichnermon ist da, hallo! Zeichnermon! Das ist echt schwer, ne? Wow. Mit der Kamera. Das meiste kann ich einfach nicht zeichnen. Ich habe auch richtig gute Ideen, aber wie ich die umsetzen soll, weiß ich auch noch nicht genau. Doch, boah, ich habe eine richtig gute Idee. Okay, jetzt. Pass auf, jetzt. Hier. Ein Burger, ein Krabbenburger. Nicht im Ernst, oder? Eigentlich wäre es ein Big Mac gewesen, aber.
Hamburger zählt auch. Ja, Burger ist ja schon gewonnen. Jetzt ist ein UFO. Okay. Damit habe ich 7 Punkte. Alter, du hast schon 7 Punkte, ja? Mucke, du musst alles wieder weg. Ey, wer denn bei Stundung? Wer könntest du denn? Ich nochmal? Nee. Doch. Nee. Nach dem Mucke bist du dran, Kevin, ja? Okay. Genau. Ganz vergessen. Mann, der Tudo, der cheatet so. Ja, du hast viel zu gut angefangen, Mann. Ich hab blau. Der Tudu, der hat sich vorbereitet. Wir haben es nicht gesehen. Alter, jetzt habe ich wieder die Chance, das Rote zu bekommen. Das war bestimmt rot, Mann. Nein, das war nicht rot. Du musst warten, bis alle da sind. Das gibt's doch nicht. Jetzt alle her. Achso, ist ein Schade. Man muss hier dazu sagen, Tudu hat sich vorbereitet. Er hat mich und Kevin analysiert die ganze Zeit. Er hat auch die ganze Zeit vor der Show hat er gefragt, ja, sag mal, auf was würdest du denn so zeichnen, wenn du mal so die Chance hättest, Million Euro zu gewinnen? Bei mir geht es auch tatsächlich um 1 Million Euro und die haben wir von Stefan Raab gesponsert bekommen. Oh, okay, nice. Schlag den Tudu demnächst auf diesem YouTube-Channel. Jetzt, wo du in Führung liegst, schicke deine Bewerbung an tudu@gmail.com. Wenn es das geben würde. Holy shit. Jetzt sag wundert mal, sich irgendein Spanier, weil er die ganzen Mails kriegt. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Wieso schicken die mir so viele Videos? was soll ich mit dem ganzen Video machen? Seid ihr verrückt, die deutschen Mann? Okay, hätte mich nicht bei Jupiter anmelden sollen mit dieser E-Mail. Okay, das ist weißer Adler auf weißem Hintergrund. Oder? Das ist. Oh mein Gott, ich weiß, was das ist. Okay, sag. Das ist ein Todesstern und davor ist ein weißes Plakat. Das ist ein weißes Auto im Schnee, in der Schneelandschaft. Haus, Baum. Strich in der Landschaft. Viereck, Kiste, Holzkiste, Steinkiste. Glas, ein offenes Glas. Auto, SpongeBob. Eiffelturm. Also nach Kevins Eiffelturm könnte das Kolosseum in Rom sein. Ich möchte ein bisschen weiter zu spielen. Eine Autobahn. Eiffelturm war nicht gebogen, das war alles. Autobahn. Hä? So, okay. Eine Tür. Super Mario für 64. Klavier. Zahnbelag. Ein Bett. Ein Hotel. Das ist ein Bett. Eindeutig. Dein Zimmer. Dein Hotelzimmer. Ein Terrarium mit einem wilden Kevin drin. Tetris! Jawohl! Oh! Das war aber gut gezeichnet, aber gut gezeichnet. War nicht schlecht. Das raus. Tetris? Das ganze Ding ist ein Gameboy, Mann, und das ist Tetris. Ach so. Das ist ein Punkt für Mucker. Das mit Gameboy hätte ich auch nie gedacht. Gleichstand zwischen Mucker und Kevin. Wir haben den Gameboy, ging's mir nicht, aber. Beide zwei Punkte. Okay. Eine Basis schaffen. Kevin, räum deinen Scheiß auf. Ich hab gehört, Kevin und ich, wir tun uns zusammen gegen Tudu. Ich um das auszugleichen. Du ziehst durch, ja? Okay, dann bin ich jetzt dran, hä? Alter, wo hast du 7 Punkte? Keine Ahnung. Ich hab alles auf Video, Beweis, wenn du mir nicht glaubst. Okay. Okay, bam! Gelb, so, was war gelb? Nochmal. Bauen. Nochmal, okay. Ist die Folge eigentlich mal zu Ende oder lässt du Ich hab auf? Die nicht abmoderiert. Okay. Bauen. Okay, das ist normal bauen, nice. Dann baue ich mal was. Ja, was baue ich denn? Hier, das, was hier schwer ist beim Bauen, muss ich sagen, ist, dass man die Objekte zwar hinstellen kann, aber die Farben, die editieren. Wenn du zum Beispiel so eine Box nehmen willst, dann ist die ja meistens grün oder rot und dann denkst du sofort, also dein Gehirn denkt an irgendwas Grünes oder Rotes. Mhm. Das ist schwierig. Okay, ich habe was nicht leicht wird. Okay. Truck. Ja, genau. Pokémon. Elektroball. Du weißt schon, dass diese Wassermelone kaputt geht, wenn man dagegen haut. Ja, darum bin ich sehr zärtlich zu der Wassermelone. Eine Figur, das ist ein Dummy. Das ist ein Dummy. Sag, das ist ein Dummy. Dann bist du cool. Das ist noch ein echt guter Dummy. Das ist wirklich ein echt guter Dummy, Tudu. Das ist überhaupt kein Dummy, Mucka. Erinnerst du dich noch eben an den Bleistift, der auf einmal zu einem Eiffelturm mutierte? Das ist alles möglich hier bei uns. So. Macht ihr meinen Eiffelturm fertig? Das gibt's doch nicht. Mm. Alter, was soll das sein? Das ist. Ein Roboter, irgendwie. Bernd das Brot. Nein. Ein T-Rex. Nein. Aber schön zu wissen, wie du den T-Rex vorstellst. Superman. Das können echt viele. Das ist eine Figur auf jeden Fall. Kühlschrankman. Geht es um diese Figur?
Ja, es hat die nur eine Nebenrolle. Es ist tatsächlich eine Figur, aber welche würde ich jetzt auch noch nicht erraten. Die ist auf jeden Fall fett. Mhm. Also wer da jetzt draufkommt, das ist purer Zufall, wenn du jetzt schon draufkommen würdest. Also die Formen haben nicht viele Figuren. Nee, die haben echt nicht viele. Ja, ist Super Meat Boy. Nein, die Form ist auch nicht unbedingt ausschlaggebend. Zelda. Und das ist das Bernd das Blut. Jetzt wird's schon leichter. Teletubbies! Genau, Alter, genau! Oh, das ist ein Teletubby. Das ist ein Teletubby? Ja, die haben noch so einen Fernseher irgendwie in der Sacknase. Das weiß ich. Aber ich hätte jetzt nur noch irgendeine Antenne oben drauf gemacht und mehr hätte ich nicht mehr machen können. Holy shit, okay. Sehr gut gemacht, Mucke. Der Fernseher war echt gut. Okay. Damit ist der Mucke auch gleich wieder dran. Okay. Ich hoffe, ich bekomme das Klavier, muss ich sogar sagen. So eine gute Idee, ja. Ich weiß nicht. Ich habe eine gute Idee, aber die erkennt man, glaube ich, nicht. Was Gott, ist das? Das ist blau eher, oder? Das ist... Mach doch nochmal von mir aus. Vielleicht kriegst du dann dein Klavier. Du sollst für mich das Klavier haben. Ich glaube, nächstes Mal lasse ich dieses Rad wieder ein bisschen länger ausrollen. Das ist dann spannender. Yay! Oh, ja, genau. Nice. Okay, ich muss aber vorher das noch einmal bei mir anhören. Moment. Okay, dann beschäftigen wir uns dabei anders, indem ich hier einen riesen Dino wieder hinstelle, den der Kevin eh wieder nicht sieht. Dann drehe ich schon nochmal. Muss ich so lange, bis nichts Rotes kommt. Okay. Blau, ich bin fertig. Nice. Hast du? Seid ihr ready? Okay, Moment, Musik aus. Mal die Finger strecken. Bin auf dem Platz. Okay, tob dich aus. Okay, Moment. Erstmal nochmal testen hier. Zelda-Titelmelodie. Nee, Moment. Okay, seid ihr ready? Ja. Na, warte. Ich muss nochmal die Musik hören. Der hört sich gerade irgendwelche MP3s an und spielt die nach. Okay. Miau. Ne, warte. Miley Cyrus Wrecking Ball. Ist das dein Ernst? Ja. Alter, ist das dein Ernst? War es das? Ich wollte sogar dazu singen. Dim. Im Ernst? War das echt Wrecking Ball? Alter, du bist ja voll der Profi, Mann. Ey, du hast meine Playlist hier. Das geht's doch nicht. Ich wollte sogar dazu singen, weil es so schwer wäre. Alter, du wirst das erraten, ich hätte das sogar gehört. Ich hab das eben, Tudo war eben AFK, ne? Und ich hab das sogar noch geübt und ich konnte das richtig gut. Aber wenn man das so 10 Minuten nicht gemacht hat, dann kommt man voll auseinander. Und ich wollte dazu singen. Schade. Wenn ich gesungen hätte, dann hättet ihr das erraten. Okay, oh, der Kevin Gott, darf auch Klavier spielen. Nein, ich kann das nicht, ich hab keine Idee. Ich muss nochmal, bitte. Komm, versuch's doch einmal. Nein, komm, ich weiß, Kevin. Ich hab keine Idee, wirklich. Kevin, der Tudo, der ist heute... Denk doch mal die Fernsehserien durch. Nein, ich bin sowas, ich kann das nicht umsetzen auf das Klavier, das ist mein Problem. Mach. Ich hab da schon Ideen, aber ich hab... Schau mal, ich hab sogar den sein Wrecking Ball durch dim erkannt. Ja, ich hätte das nie erkannt. Dann, okay, Kevin, dann denk doch einfach an ein Nintendo-Spiel oder so. Nee, ich kann das nicht so umsetzen, wirklich. Das Kevin zum Beispiel darf bauen. Vielen Dank. Ja, das ist scheinbar... musikalisch unbegabt. Ne, sehr unbegabt. Nein, aber das, man muss sagen, das ist auch extrem schwer, an dem Klavier nachzuspielen. Ja, absolut. Ja, aber du weißt auch nicht, wo sind genau Töne und okay, ich müsste vielleicht noch ein bisschen trainieren mit dem Klavier, aber das ist echt schwierig. Ja, die Sache ist, ich weiß nicht, meine Schwester hat mal Klavier gespielt und das ist, wenn man die Töne einmal kennt, dann ist das echt einfach so, aber wenn man jetzt so wie ich so ein richtiger Noob ist. Ja, vor allem ist es dann auch schwierig, weil du das auf der Tastatur umsetzen musst. Genau. Okay, das von eben war schon übel für Tudu, dass er das direkt erkannt hat, Mann. Ich glaube, der Tudu hat das auch ein bisschen erkannt, weil ich das kurz gesummt habe, oder? Nee, ehrlich gesagt nicht. Okay, dann echt gut. Ja, echt gut, ich muss auch sagen. Also gut ab. Nice. Okay, bei mir ist es noch schlimmer. Ich kenne nur die Namen, wer da singt, aber ich kenne die einzelnen Liednamen nicht. Ja, Miley Cyrus und das Lied heißt Wrecking Ball. Oder I Can. Das ist recht bekannt, weil es im Radio kommt. Like a Wrecking Ball. Genau. Wie dünn. Das ist. Live-to-Ton-Version 2. Das ist. Ja. Also, ich warte erstmal, bis Kevin sich hier austobt. Dann versuche ich. Das ist die Fußball-WM.
Könnt ihr mir nochmal diese Pillen geben von eben, so damit ich Kevins Zeichnung besser erkennen kann? Also ich kann dir hier ein bisschen helfen, das ist recht. Verschiedene. Was ist PCB? Was passiert bei PCB? Hier, nimm. Okay, das ist diese LSD-Pille. Nee, das hier ist LSD. Wie er es auch noch nimmt. Du kaufst sie echt alles rein. Okay. Das ist eine Raupe. Wow. Ich erkenne leider nur noch weiß. Eine Raupe. Kevin, nein, sag Raupe. Ja. Nein, ein Tausendfüßler. Panzer. Ja! Wie kann das denn ein Panzer sein? Die Ketten, Alter, das sind die Ketten. Grad, die Ketten wären da noch gekommen. Ich sehe gerade wirklich nichts. Ich sehe gerade wirklich nichts. Ich habe einen echt guten Tag, Alter. Das Einzige, was ich sehe, dass der Kevin, der hat bei mir so eine Spielmünze von Super Mario oder so. Wie sieht der aus? Ja, der ist noch auf Drogen, der Mucker. Alter, wo ist er denn da? Aber ich kann dir sagen, dass es niemals ein Panzer ist, Kevin. Doch. Niemals. Das ist ein perfekter Panzer geworden, Mann. Also irgendwie habe ich heute einen Lauf, glaube ich. Ja, das ist übel, Mann. Du musst echt mal zu Schlag den wieder abgeben. Ich habe übrigens schon das noch... Wirklich, ja, aber, ja gut, so kreative Sachen ja, sportlich vielleicht auch noch, aber man muss sagen, dann, wenn es um die Allgemeinbildung geht oder dieses Trivialwissen, ich glaube, es gibt keinen Menschen in Deutschland, der so viel Trivialwissen hat wie Stefan Raab. Eben. Das ist echt übel. Was wann passiert ist, wer mit wem verheiratet ist, welches Land, welche Hauptstadt zu welchem Land und was nicht genau. Alles. Wo die Länder liegen und so, das ist unglaublich aus. Also unglaublich gebildeter Mann. Da kann ihm kaum einer was von. So, und jetzt weg von der Bildung, her zu Garry's Mod, ich bin dran. Ich habe übrigens 9 Punkte, Leute. Dann mach ich nochmal einen Eiffelturm, den kannst du nicht erraten. Grün, Paint, oder? Grün. Paint, juhu. Jawohl, nice. Sauber. Okay. Da kann ich mich jetzt nochmal ordentlich austoben. Was gut ist, du kannst nicht gewinnen. Zumindest nicht bei diesem Spiel, ne? Ja, das stimmt. So, was? Felder. So, Mucka, werden mehr Punkte? Okay, ich bin bereit. Seid ihr bereit? Taktisch machen. Super Mario. Ich fange mal mit dem Schwereren an, dass ich ein bisschen länger malen darf. Eine Hose. Was ist das? Eine Michael Hose. Jackson. Heisenberg. Ups. Nee. Graffiti an der Wand. Sieht fast so aus, ja? Das ist auf jeden Fall eine Hose. Das Füße, ist ein Schatten. Er malt gerade einen Schatten. Batman. Superman. Batman-Logo mit X. Was ist denn das? Das soll eine Hand sein, ja? Transformer. Die ist doch gebrochen. Nein. Ich gebe mir Boxer. Viel Mühe. Er hat auf jeden Fall Popeye, der Seemann. Nein. Das wäre aber ein richtig guter Popeye, der Seemann. Nein, weil der keinen dicken Bizeps hat, sondern nur so einen dicken Unterarm. Okay, die Pose ist ein bisschen scheiße. Also anhand der Pose kannst du nicht erraten, wer es ist. Alberto. Mattenzerstock. X-Men. Hä? X-Men. Hulk. Hulk. Hulk, stopp. Mal auf den Kopf gespannt. Ja, der Kopf, den hebe ich mir auf, weil der verrät dann alles. Oh Gott, okay. Das wäre jetzt mein Ziel gewesen, dass der gleich kommt. So, das mache ich anders. Aber die Hand ist echt gut gezeichnet. Ja, die Hand ist gut. Hat er wirklich nur 3 Finger? 4? Das weiß ich gerade gar nicht. Das spielt eine entscheidende Rolle. Jetzt geht's los. Ausgerechnet easy nach Hause. Beim Wichtigsten gebe ich mir voll wenig Mühe irgendwie. Das sieht aus wie der Kopf von E.T. Ist das ein Chinese? Nein. So, und jetzt kommt das, was ihn verraten wird. Mr. T. Nein. Flash Gone. Nein. Zu Goku. Ja. Yay. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, nice. Das ist Son Goku. Okay, jetzt gibt das Ganze einen Sinn, aber vorher. Ja, ich habe mir extra die schweren Haare aufgehoben. Nein, das hast du gut gemacht, Mann. Aber die haben, muss man sagen. Die haben doch mal diese. Warte. Moment. Mann, wie ich jede Fingerkuppe einzeln wegmachen muss. Die haben immer solche Augen, ne? Ja, als ob ich in diesen kleinen Kopf so ein detailliertes Auge reinmachen könnte. 10 Stunden an dem Auge zu. Nice, war aber gut gezeichnet. Nee, war geil. Die Hand war auch gut angefangen, muss man sagen. Okay.
Aber jetzt ist Mucka dran. Dann ist ja, warte mal, wer hat den Punkt? Nee, Mucka. Kevin ist, glaube ich, oder? Nee. Kevin ist dran. Ich? Nee, kann nicht sein. Kevin, ach, nee, nicht singen. Nee, Schmarri, Mucka ist dran. Ja,